Da ist eine Mauer, Joe. Lass mal sehen. Alles klar? Ja, alles bestens. Wow, na sowas. Hey, der sieht aus wie Onkel Patrick. Den Schriftzeichen an der Wand zufolge ist das ein Aztekengrab. Offensichtlich der erste Herrscher dieser Gegend. Was, ein Steggrab? Azteken, Azteken. Na, wie auch immer, wir müssen den Ausgang finden. Ich hab ein bitterböses Steg. Hey, ich nenn dich Puppi. Nichts zu sehen, kein Ausgang, los zurück. Was machst du mit diesem Ding? Naja, ich hab mein Schlafteddy irgendwo verloren. Wieder ein Fehlversuch. Ah, wir waren so dicht vor der perfekten Flucht, aber wir mussten ja diesen blöden Steak-Tempel finden. Nach die Nacht, Puppi. Auf der Flucht. Joe, die Papyrusrolle, ich hab sie übersetzt. Das ist eine Karte von Quetzalcoatlers Grab. Das war ein Aztekenkönig. Lass mich, ich will schlafen. Hier steht, es gibt einen geheimen Ausgang. Einen geheimen Ausgang? Das gefällt mir schon besser. Na, wer ist das, Puppi? Das ist Großpapa. Oh, und das hier ist Tante Brigitte. Aua! Hör auf, hier rumzuspielen! Das glaub ich nicht. Der Blödmann hat den Ausgang gefunden. Und was jetzt? Der Karte zufolge müssen wir den roten Pfeilen folgen. Na dann los, folgen wir. Noch ein weiter und noch ein weiter und einen allerletzten. Schon wieder eine Rutsche, wie wunderbar. Na, wie war die Rutschparty? Neues Spiel. Was ist denn jetzt schon wieder? Sieht aus wie eine Kommandozentrale. Danke, Einstein. Und wozu ist die da? Sowas wie eine Orgel. Sie hätten mir das Frühstück ruhig durch die Tür bringen können. Avery, du bist ein Genie. Wir sind frei!
Die Toten, sie wollen abhauen. Schnappt sie euch! Hinterher! Wo ist der blöde Ausgang? Ihr geht nirgendwo hin. Wollen wir wetten? Oh, die sind runtergesprungen. Nanu? Mist, eine Sackgasse. Die Reise ist vorbei, Daltons. Bobby! Und was wollen wir jetzt machen, Chef? Lasst sie laufen. Die kommen schon runter, wenn sie müde sind. Und wenn sie nicht runterkommen können? Tja, dann haben wir noch einen Grund mehr zu lachen. Keine Sorge. Wir finden schon diesen dämlichen Ausgang. Die Menschheit stammt also von den Büffeln ab? Aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Das ist unglaublich. Das ist eine revolutionäre Entdeckung, Professor Darwin. Eine Theorie, die ich beweisen muss. Ich möchte die Büffel studieren, ihre Gewohnheiten, ihre Lebensweise. Aber Professor, ist das nicht etwas zu gefährlich? Ja, aber ich bin bestens vorbereitet. Ausgesprochen clever. Diese Tarnung erlaubt mir, die Büffel sicher in ihrer natürlichen Umgebung zu studieren. Aber ich brauche ein paar Assistenten. Dalton, Joe Dalton, ich und meine Brüder melden uns freiwillig. Yay, yay, yay. Wir kennen uns in der Wildnis aus. Du scheinst der Richtige zu sein, dieses energische Kind. Du bist ein Gewinner. Na, das wollen wir doch hoffen. Pete und Emmett werden Sie begleiten, damit auch nichts passiert. Zwei von euch sind in je einem Büffel. Ich bin im dritten. Und was genau sollen wir machen? Die Büffel beobachten. Kleine Experimente. Wiedersehen! Wiedersehen! Kommt bald zurück! Oh, Sie bringen die Kühe in die freie Wildbahn zurück. Ich war schon immer für wissenschaftliche Experimente. Da vorn, eine Büffelherde. Meine Herren, für uns ist das nur ein kleiner Schritt, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Na sowas. Kaum sind sie in freier Natur, schon fressen sie die Daltons. Unglaublich. Mischen wir uns unter die Herde und studieren sie. 10-1, dass die Daltons nicht wieder zurückkommen. Abgemacht. Hey! Ach, umwerfend, eine Liebesbekundung, das ist äußerst aufschlussreich. In die Pedalen! Au! Reiß dich zusammen, so. Dafür können wir auch ausbrechen. Ein Stück nach links. Okay. Yeah. Wie viel? 37,5. Ausgezeichnet. Sehr schön. Morgen untersuchen wir Ihre Hörner.
Ich hab die Schnauze voll von der Wissenschaft. Wir hauen ab. Aber wie? Mit den Büffeln. Na sowas, die wilden Kühe warten auf die Nacht, um zu jagen. Vielleicht kann ich da was lernen. Ach du dickes Ei, wir müssen sie finden. Die Wissenschaft kann nicht warten. Also das ist ein R-Monat. Was für ein Ding? In diesen Monaten jagt knochiger Flügel immer Büffel. Tapfere Krieger, hoffen wir, dass der große Manitou uns große Büffel beschert. Ja! Die Rotröte, die halten uns hier einen echten Büffel. Oh Mann, das nervt. Mein Freund, heute Nacht wird gegrillt. Teilen wir unsere Beute auf. Das würde ich an deiner Stelle lassen, verrückter Wolf. Was? Ein sprechender Büffel? Das ist ein Wunder. Ich bin der weise Büffel, der Geist dieser Ebene. Und ich befehle dir, meine Brüder in Ruhe zu lassen. Na schön, großer Geist. Aber was ist dann mein Stamm? Es gibt einen Ausverkauf an Büffeln in dieser Richtung. Huck, ein Büffelfleischausverkauf, sehr schön. Möge der große Geist und sein Bruder in Frieden leben. Ja! Tretet in die Pedale! Wir fahren in die Freiheit! Kommt raus, Daltons, und keine falsche Bewegung. Wegen euch Deppen habe ich eine Wette verloren. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass wir das aus Liebe zur Wissenschaft gemacht haben? Na, das ist ja ein Ding. Die wilde Kuh hat sich in die Daltons verwandelt. Das ganze Leben ist ein Kreis. Wissenschaft ist ja sowas von faszinierend. Sie verlassen uns, Professor. Jemand hat mir von Riesenschildkröten auf den Galapagos-Inseln erzählt. Juhu! Und tschüss! Viel Glück, Professor! Ach, was für ein abenteuerliches Leben. Dann war das Leben in der Wildnis wohl auch nicht zu dich, was? Ich verstehe dich vollkommen. Ich bevorzuge auch eine Stadt. Da ist mehr los, mein Freund. Wir müssen nur durch die Wüste, dann sind wir in Mexiko. Oh, wenn wir doch nur Pferde hätten. Man muss nur fragen. Habt ihr das komische Geräusch gehört? Aua! Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Danke für Ihre Gastfreundschaft. Die Wüste ist wirklich wüst. Lord Greystokes Sohn fährt nach San Francisco zu einem Sprachtherapeuten. Spinnst du? Hey, hast du einen Sockenschuss? Irgendwie hat der junge Mann etwas von einem Affen. Er hat als Baby eine Schiffskatastrophe überlebt und wurde im Dschungel von Affen großgezogen. Ach, was für ein faszinierendes Leben. Was für ein faszinierendes Leben. Lord Greystoke lernt außerordentlich schnell. Den Witz habe ich nicht verstanden.
Aufgrund seiner wilden Kindheit ergreift Lord Greystock immer Partei für die Tiere. Ja, er entdeckt immer neue Tierarten in diesem Land. Er ist stärker als ein Löwe. Und schneller als ein Pferd. Dafür bin ich schlau wie ein Fuchs. Wir sind hier drin eingesperrt. Wir möchten gern in unseren Wald zurückkehren. Greystoke möchte gern den hässlichen gestreiften Brüdern helfen. Super, und jetzt kletter die Mauer hoch und bring das oben an. Hast du das verstanden? Gut so, wirf's runter. Mach's gut, Affenjunge, ich bin dir was schuldig. Geht mir aus dem Weg oder ich mach Hühnersuppe aus euch! Das war nur ein kleiner Scherz. Gucci, 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 Gu, ich liebe Piepmätze. Ich hab den Witz noch immer nicht verstanden. Sir Greystoke spricht 83 Tiersprachen und hat ein Nachtigall-Lied komponiert. Aber dann weiß er doch sicher auch, wie man fliegt, oder? Ja! Es funktioniert! Ja! Sehr schön, jetzt kannst du mich runterlassen. Hey, du blödes Vogelfieh! Hey, ho, lass mich sofort runter! Alles okay, Kinder? Na dann, danke für alles. Man sieht sich. Hau rein! Junior beschützt seine arm gestreiften Brüder, bis sie im Wald sind. Ich habe langsam die Nase voll von diesem Affen. Gleich wird er für immer weiter schlafen. Was? Rantanplan hat uns gefunden? Nicht nur Hunde haben eine gute Schnüffelnase. Och, ich hab den Witz immer noch nicht verstanden. Wir wollen Steine! 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 Es sind
sind keine Steine zum Zerschlagen mehr da. Sollen wir sie etwa zusammenkleben? Immer mit der Ruhe, das wird schon werden. Habt ihr nicht die Schnauze voll vom Steine zerkloppen, ihr Löffelschnitzer? Ich meine, was ist gut daran? Da können wir wenigstens immer was reden. Es ist gesund und eine Körperertüchtigung. Man kann auch Kunst machen. So lernen wir uns besser kennen. Oh, es macht Spaß. Das ist dämlich und langweilig. Folgt mir, Männer! Wir machen einen Steinestreik! Oh. Wie kann man nur so blöd sein? Hey, Joe, Manu, das sind keine gewöhnlichen Steine. Das blöde Zeug, was da drin ist, kann man nicht zerkloppen. Meine Freunde, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich hab gesagt, ihr seid Dummköpfe. Ich war oft unhöflich zu euch, schlecht gelaunt und manchmal auch ziemlich wütend. Ich bin ausgerastet und war oft fies. Ekelhaft. Gemein. Widerlich. Na schön, das war nicht nett. Ich möchte mich mit einer Extraportion Essen bei euch entschuldigen. Sieh mal an, Onkel Joe wird doch langsam ein guter Kerl. Er nimmt seinen Mitgefangenen die schwere Arbeit ab. Was ist denn mit mir? Bekomme ich keine Bonbons? Gib her! Und jetzt bestechen wir die Wachen damit. Na schön, aber welche? Wenn du uns hilfst zu fliehen, kriegst du Diamanten, viele Diamanten. Was? Aber das ist doch, Es ist Bestechung. Ja, genau, nach diesem Wort habe ich gesucht. Ich hab dich beobachtet, Joe. Aus dir wird doch noch ein guter Kerl. Sie beobachtet uns. Verstecken wir die Diamanten fürs Erste. Oh, ich liebe Versteckspielen. Vor allem, wenn ich weiß, wo das Versteck ist. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, sie zu verbuddeln. Das ist eine steinstarke Idee, Joe. Pass auf! Hä? Also das ist eine ganz dämliche Idee. Wieso? Wenn wir das Licht nicht anmachen, merkt keiner was. Ich find's toll. Wir dürfen nur nicht lachen. So, sie ist weg. Schnell zu den Wachen. Hey, Daltons, vergesst nicht, dass ihr heute in der Küche eingeteilt seid. Manu, schade, dass wir gerade am Pommes-Tag fliehen wollen. Halt die Klappe, beeil dich, Avril. Los, schneller! Pass auf, Joe, nicht so schlampig schälen, das ist Verschwendung. Das ist völlig unwichtig. Hauptsache, wir sind bald draußen mit all den vielen Diamanten. Die Diamanten? Wo sind meine Diamanten? Wir müssen zurück! Hier sind sie auch nicht. Hier auch nicht. Und sie auch nicht. Hä? Stellt mir bloß keine Fragen.
Und, hast du sie? Sie müssen im Müll sein. Ich meine, die hat doch bestimmt niemand aufgegessen. Hm? Dass Joe sich bei allem beliebt machen will, ist eine Sache. Aber was will er denn jetzt plötzlich von dem Hund? Ich bin nicht sicher, was für ein Spiel wir denn jetzt spielen. Und hab ich gewonnen oder verloren? Also das raff ich nicht. Wenn die Diamanten nicht im Müll sind und Rantanplan sie nicht gefressen hat, wo sind sie dann? Wo hast du die Diamanten her? Die waren in dem Müll, den die Bleichgesichter auf unser Gebiet gekippt haben. Ein herrliches Material für indianische Volkskunst. Du hast doch nicht alle Latten am Zaun! Entschuldigt bitte. Ich will nicht unhöflich sein, aber Handgreiflichkeiten sind hier nicht gestattet. Wie Sie sehen, Miss Betty, hat Joe Dalton gerade gezeigt, dass er sich ändern kann. Zum Schlimmeren. Beruhige dich, Joe! Lass mich raten, es handelt sich um die Daltons? Mitnichten, diesmal ist es Edison. Hm? Edison, mein Gefängnis ist kein Labor. Eine ganze Stadt niederzubrennen hat wohl nicht gereicht. Alles im Interesse der Wissenschaft. Bösewicht, steckt ihn ins Loch. Aber Mr. Peabody, das ist Thomas Edison. Einige seiner Erfindungen haben ihm Tausende von Dollar eingebracht. Wenn es ihm gelingt, in unserem Gefängnis eine neue Erfindung zu machen, würde uns das viel Ehre bringen. Tja, da ist was Wahres dran. Mein lieber Edison, ich habe nachgedacht, du brauchst ein neues Labor. Ein Wissenschaftler ohne Labor ist wie ein Gefangener ohne Kugel und ohne Kette. Ach übrigens, worum geht's bei dem neuen Projekt? Ich arbeite an einer einzigartigen Erfindung, die unsere arme, dunkle Welt in ein hell leuchtendes, freies Paradies verwandeln wird. Hm? Hat da jemand frei gesagt? Wir wollen Ihnen einen Deal vorschlagen. Thomas! Thomas! Kommen Sie schnell! Ich habe eine Überraschung für Sie! Und wie sieht's aus? Sind Sie dabei? Autsch. Einverstanden! Thomas, hier ist Ihr neues Labor! Pardon? Die Daltons? Was machen die denn hier? Das sind meine neuen Assistenten. Assistenten? Ja, wir lieben die Wissenschaft. Wir sind ziemlich helle in der Birne. Auch wenn es nicht so aussieht. In euren Köpfen herrscht absolute Dunkelheit. Die haben eine neue Krankenschwester eingestellt. Wer ist denn hier krank? Das soll also die Erfindung sein, die uns alle befreit? Nicht nur euch, Joe. Sie befreit die ganze Menschheit. Ey, warum leuchtet das Ding nicht? Wenn ihr das Licht sehen wollt, müsst ihr in die Pedale treten. Es werde Licht und es ward Licht. Das ist aber nicht sehr hell. Schneller, Averill! Ihr wird nicht gechillt. Denkt an die Tour de France, Averill! Schneller, Averill! Beweg dich! Es funktioniert! Es funktioniert! Es funktioniert! Ach, was für ein Licht! Ganz schön hell! Alles okay, Joe? Jungs, ich habe eine Illumination. Passt mal auf. Wir behängen uns mit einer Glühbirne. Damit blenden wir die Wachen. Und wenn die Wachen uns nicht sehen können, können wir 1, 2 fix abhauen. Du bist ein Genie, Joe. Hey, seht mal, Jungs, mein neues Outfit. Jetzt siehst du sogar noch dämlicher aus als sonst. Und was ist mit Thomas Edison?
Den stellen wir kalt. Hm? Hä? Ah, danke schön. Hä? Danke. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Mann, die Schwester hat aber ganz schön behaarte Beine, was? Halt die Klappe! Und jetzt zu den Glühbirnen. Huhu, wir sind's, die Daltons! Wir wollen ausbrechen! Huhu! Bleib, wo du bist, Joe! Wie siehst du denn aus, Joe? Ist denn schon Weihnachten? Avril, tritt in die Pedale! Ich kann nichts mehr sehen! Wir sind frei! Endlich sind wir frei! Meine Erfindung! Sehen Sie mal eine Sternschnuppe? Die Daltons haben meine Erfindung gestohlen! Das muss ein Notfall sein. Stopp, Avril, wir sind weit genug weg. Das Licht ist verräterisch. Außerdem verbrenne ich mich andauernd. Ah, stopp! Wie kann ich, Joe? Ich muss immer weiter treten. Hör auf, um Himmels Willen. Mann, ist das heiß. Ich breche meinen Rekord. Ich breche meinen Rekord. So, jetzt könnt ihr sie zurückbringen. Oh, wieder ein Fehlversuch der Daltons. Ah, ihr Diebe wolltet meine Erfindung stehlen und das Geld für euch behalten, was? Aber Thomas, haben Sie das denn nicht zum Wohl der Menschheit gemacht? Ich teile mit keinem das Geld. Nicht mal mit dem lieben Direktorchen? Ne. Sie sind also der Meinung, dass Sie auch ohne meine Hilfe Ihre Erfindung hätten machen können? Yeah! Und dank dieser Erfindung seid ihr jetzt auch in der Lage, nachts zu arbeiten. Zu schade, dass die Daltons nicht hier sind. Sie waren uns dabei eine große Hilfe. Die Daltons? Sie sind gerade anderweitig beschäftigt. Komm schon, Joe, gib alles. Ja, ich geb dir gleich alles, wenn du nicht gleich die Klappe hältst. Der neue Gefangene ist da! Die Luft ist rein, wir verschwinden. Alles klar. Und wenn wir die Bohnenstange vorschicken? Avril, du gehst als Erster. Okay, dann werde ich mal. Wartet hier auf mich. Hopp! Ja. Sir James Wellington. Der Mann ist von Adel. Dieser neue Direktor hat wirklich Klasse. Wellington? Der Wellington? Er ist der Ausbruchskönig. 22 Versuche, 22 Mal erfolgreich. Einmal hat er sich als Präsident der Vereinigten Staaten verkleidet. Und wir? Wie viel haben wir? 347 Versuche, 347 Fehlschläge. Einer als russische Matroschkas. Was gibt's da zu lachen? Ich warne dich, von hier haust du nicht ab. Die Daltons sind der lebende Beweis, dass man hier nicht wegkommt. Was? Die Daltons sind hier? Von denen spricht man im ganzen Land. Ach so? Ja, nach dem Essen, wenn man sich Witze erzählt. Ah, werd ja nicht frech, Schmalzlocke. Ich wette, wir können vor dir ausbrechen. Abgemacht. Ich für meinen Teil bin heute Abend um 19 Uhr hier weg. Höchste Alarmbereitschaft. Die Ehre des Gefängnisses steht auf dem Spiel. Und eure Prämien.
Sie haben ein Halsband gestohlen, um es einer Lady zu schenken. Oh, das ist ja so romantisch. Wenn die Lady so schöne Augen gehabt hätte wie Sie, dann hätte ich ihr eine Krone geschenkt. Oh. Komm, Rantanplan, zeig deinem neuen Meister, dass du ein Rassehund bist. Die Promenadenmischung ist nicht sehr helle im Kopf, was? Gehört er etwa den Daltons? Na bitte, er hat mich bemerkt. Ich spüre, wir werden ein großartiges Team. Ich hab ihn! Oh. Bravo! Um Himmels Willen, das kleine Küken hat seine Mami verloren. Mission erfolgreich beendet. Bye bye, James. Der neue Chef scheint mich zu mögen. Er hat mir das beste Stück gegeben. Okay, Planänderung. Wir bleiben die ganze Zeit dicht bei ihm und benutzen seinen Fluchtplan. Was ist der Unterschied zwischen einer Wespe und den Daltons? Ich weiß, die Größe der Streifen. Die Wespe kann jemanden stechen, aber die Daltons werden immer nur gestochen. Kann ich sie wieder absetzen? Um Himmels Willen, da müsste ich die schwere Kugel ja hinter mir herziehen. Das geht doch nicht. Wo ist er hin? Da! Beeilung! Alarm! Wellington versucht auszubrechen! Sir Wellington, wenn ich bitten dürfte. Passt auf die Tür auf! Das ist der einzige Ausgang! Alle lieben den Neuen. Selbst die Daltons wollen ihn unbedingt sehen. Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist doch schon eine Weile tot. Geist, Hilfe! Er macht schon wieder den Präsidententrick. Nicht so lange ich wache stehe. Das war nur ein Ablenkungsmanöver von James. Das ist er. Da, er läuft auf den Knien. Oh, meine Wette! Unsere Prämien! Meine Ehre! Eine Lieferung für Miss Betty und hier ist ein Telegramm für den Direktor. Tja, damit hast du nicht gerechnet, James. Ohne ein Pferd hättest du sowieso nicht die geringste Chance. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Nun, ich bin etwas müde. Bring mich doch bitte in meine Zelle. Es ist 19 Uhr und er ist immer noch nicht abgehauen. Ja, ich bin der wahre Gewinner. Mein lieber Freund, vergessen Sie nicht, Ihre Uhr zu stellen. Ich habe sie eine Stunde vorgestellt. Alarm! Dieser Wellington versucht abzuhauen! Er hat den Sattelgurt durchgeschnitten. Dieser Wellington ist auf der Flucht. Schnell, schnapp ihn dir, Avril! Alles klar. Den krieg ich. Dieser James ist unglaublich. Jetzt sieht er aus wie Rantanplan. Sagen Sie nichts. Ich weiß schon. Leute, was steht denn heute auf dem Tagesplan? Spaß machen, der Regentanz im Disco-Style zur Körperertüchtigung mit fabelhafter Feige. Ich stehe auf Disco. Weckt mich, wenn's vorbei ist.
Liebe Häftlinge, der Medizinmann Fabelhafter Falke präsentiert uns heute eine Sensation, den Disco-Regentanz. Jetzt zeige ich dir, wie man richtig tanzt, kleine Lady. Schon wieder der Regentanz? Wie wär's mal mit einem Sonnentanz? Tja, also wenn ich mal tanze, dann fällt kein Regen. Stimmt, das Einzige, was dann fällt, bist du, Averell. Vielen Dank, Mr. Fabelhaft. Und jetzt, meine Herren, sind Sie dran. Das erinnert mich an den Lehrgang von letzter Woche. Du meinst, wie man richtig grillt? Das gefällt mir schon besser. Heia, Chaka, heia, Chaka, heia, Chaka, 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 heia, Hula, heia, heia, Hula, heia, 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 Hula, heia, Chaka, heia, Chaka, heia, 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 heia. Du hast ein paar coole Moves drauf. Die muss ich mir gleich mal notieren. Ich fand's nicht ganz so prickelnd, John Travolta. Was war denn los, Joe? Du warst plötzlich unter der Wolke verschwunden. Verschwunden? Ja, du warst nicht mehr zu sehen. Ich hab einen Plan. Zuerst macht Averell eine fette Wolke. Wir verstecken uns darunter und wenn das Tor offen ist, zischen wir ab. Und sind endlich frei. Ihr braucht mir nicht zu danken. Hat jemand von euch die Sportseite? Also ich nicht. Ich hab die Webseite. Willst du die haben? Morgen lautet die Schlagzeile. Die Dalton sind aus dem Gefängnis geflüchtet. Klingelt's jetzt bei euch? Das Tor ist offen. Es ist soweit. Das ist dein Auftritt, Averell. Los, tanz! Ich soll tanzen? Das kann ich nicht. Ich bin nicht in Stimmung. Soll ich dir erst in den Hintertreten, damit du in Stimmung kommst? Nicht nötig. Alter, tata, alter, tata, alter, dupi, alter, tata, alter, tata, alter, tata, alter. Die globale Erwärmung hat das Klima völlig durcheinander gebracht. Tja, plötzlich regnet es aus heiterem Himmel. Das ist schon verrückt. Averell, mach weiter! Los, tanz, Junge, tanz! Doch, immer heißt es, Averell macht dies und Averell macht das. Averell, Averell. Das ist der Treibhauseffekt. Ach, du dickes Ei, das ist ja wie in London. Miss Betty, wir sollten dringend noch mal über einen Sonnentanzlehrgang nachdenken, finde ich. Du mit deinem dämlichen Regentanz! Wenn man mal Regen braucht, scheint die Sonne und jetzt regnet es ohne Ende! Jack! William! Tanzbursche! Okay, wir sind alle da! Na dann, los, los, los! Nicht hier raus! Hey, dick und doof! Hättet ihr wohl die Güte, das Tor zu schließen? Nicht, dass noch einer unserer Häftlinge stiften geht. Hey, wir haben's geschafft! Wir sind geflohen! Hip, hip! Hurra!
Hey, Jungs, wir sind nur auf der Durchreise. Vielleicht haben wir das nächste Mal mehr Zeit für ein kleines Tänzchen. Die Bleichgesichter scheinen unsere Rituale zu mögen. Wie wär's denn mit einem weiteren? Aufmachen! Wer ist denn da? Na, hier, die Daltons. Wir möchten wieder zurückkommen. Wie ist der Code? Code? Was ist denn das für ein Quatsch? Wir haben unser Sicherheitssystem aufgemotzt. Also ohne Code kommt ihr hier nicht rein. Wie wär's mit 1, 2, 3, 4? Ist das zu glauben? Das ist ja vielleicht ein raffinierter Code. Die Daltons kommen gerade rechtzeitig. Mr. Fabelhaft will gerade mit seinem neuen Lehrgang beginnen. Ein Anfängerkurs für den Feuertanz. Ich mach dir gleich Feuer unter deinem Hintern. Na, warte, wenn ich dich kriege, kannst du was erleben. Erst drehen wir das Feuer. Mein Gott, doch. Ja, noch schöner. Öffne das Tor! War doch nicht schwer zu finden, oder? Ich bin einfach den Pfeilen gefolgt. Mr. Peabody, das müssen Sie sehen! Und voilà! Ist das nicht ein Prachtstück? Was ist das? Eine ganz persönliche Dusche. Endlich kann man allein duschen. So haben die Gefangenen ihre eigene Privatsphäre. Der Nächste. Ich hab einen Plan. Dusche bedeutet, es gibt Wasser. Und Wasser bedeutet... Wenn es Wasser gibt, dann gibt es auch eine Rohrleitung. Und eine Rohrleitung bedeutet... Flucht? Was denn? Oder etwa nicht? Wer immer du bist, komm aus Averills Körper raus. Hey, hört auf, ihr jagt der Angst ein. Wir fliehen ganz einfach durch die Abwasserleitung. Wir fliehen diesmal ohne ein Loch zu buddeln? Ist nicht nötig, alles schon erledigt. Sie sind da. Sie sind auf unserem Planeten gelandet, um mich zu holen. Verschwinden wir! Es ist zu eng! Los, helf mir! Doch nicht mit der Schaufel! Benutzt eure Köpfe! Vergesst es, es war nicht wörtlich gemeint. Ich brauche Seife! So sieht also Seife aus. Was denn? Mehr haben wir nicht? Averill hat den Rest gegessen. Wir starten die Operation Seife besorgen. Ich will einen Haufen Seife, so groß wie ich! Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du bist klein. So klein soll er sein, oder? Komm, wir tauschen. Deine Seife gegen den Knochen. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich lass mich nicht bestechen. Gib her, der Geist ist willig. Aber das Fleisch ist schwach. So funktioniert das nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Eine Seifenbestellung? Naja, wir haben jede Menge zu waschen. Wir sind vier. Das sind vier Arme, vier Beine und vier Füße und so weiter. Körperhygiene ist der Schlüssel zur Besserung. Wir sollten Ihnen den Gefallen tun, Peabody. Da ist was dran, Ma'am. Körperhygiene ist wirklich wichtig. Das wird meinen Vorgesetzten gefallen. Na, dann wollen wir mal. Die Seife! Oh, oh. Oh, 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 oh
was für eine Verschwendung. Wir könnten tagelang davon essen. Und ab in die Dusche. Sie versuchen, mein Gehirn auszulutschen. Da werden Sie aber enttäuscht sein. Diesmal läuft die Sache wie geflutscht. Aua. Es funktioniert. Wenn ich ein anderer wäre, dann würde ich mir Beifall klatschen. Hey, wo seid ihr? Wir sind hier, du dämliches Rindvieh. Und wo genau ist hier? Na, hier. Alles klar, ich sehe schon. Hat jemand eine Karte, wo es hier lang geht? Hör auf zu nerven. Na, das sind ja komische Rauchzeichen. Ich kenne mich mit Seifenblasen nicht aus. Es hat funktioniert! Wir sind frei! Oh nein, doch nicht in diese Richtung! Das ist nicht fair! $10 auf, Joe! Deal! Aber doch nicht schießen. Nicht, dass den Gefangenen was passiert. Sie bescheren mir reichlich Profit. 3 Versuche, alles klar? Sie sind da, die kopflosen Beinwesen. Nehmt mich mit euch mit, ich bin bereit. So, jetzt abmarschen eure Zellen, bevor ich mich vergesse. Und was dieses Duschdings betrifft, das schaffen wir auf der Stelle umgehend wieder ab. Mr. Peabody, wenn Sie gestatten, ich habe eine Idee, wozu wir diesen Duschdruck benutzen können. Keine Experimente? Hurra! 10-1 für die blauen Deppen. Wetten wir? Problem? Ich hab einen Plan. Alle mal herhören. Ich brauche Freiwillige. Jeder bekommt $3,000 Belohnung. Die Ölfelder stehen in Flammen und wir werden das Feuer auspusten. Etwa so. Eure Aufgabe ist es, ein paar Fässer dorthin zu transportieren. Und was ist in den Fässern drin? Naja, etwas Nitroglycerin. Ja! Wir sind Freiwillige! Was denn? Wir pusten die Kerzen aus und dann futtern wir die Torte. Nein, Avril, ihr transportiert das Nitro. Und das Nitro macht sowas hier. Hoppla! Es ist riskant, aber wir machen's und dann hauen wir ab. Wir folgen euch natürlich für den Fall, dass ihr auf die Idee kommen solltet, abzuhauen. Was denn? Ich und abhauen? Was für eine dämliche Idee. Einen letzten Schluck für die Todgeweihten. Viel Glück. Na dann, ab geht die Post. Es kann jetzt losgehen, Leute. Diese Limonade ist so gut. Tropft die aus diesen Fässern? Ey, ich will mehr davon! Immer schön langsam, da passiert nichts. Ja. Tisch ab! Oh, bleib stehen! Halt! Das wird eine sehr lange Fahrt. Nö. Wir sind außer Sichtweite. Verschwinden wir!
was transportieren die Bleichgesichter? Das ist Nitroglycerin, gefährliches Zeug. Seid vorsichtig mit euren Pfeilen. Wow, ihr dürft damit nicht über unser Territorium fahren. Tja, ihr müsst die Ringstraße nehmen. Schon in die Luft geflogen? Nein, noch nicht. Ja, endlich! Haha! Frei! Halt! Und wir haben keine Spitzhacken dabei. Oh, die leckere Limonade. Vorzüglich, gibt's noch mehr davon? Er ist nicht explodiert? Sein Magen scheint das Nitro gut zu verdauen. Wenigstens können wir jetzt weiter. Aber wir gehen noch hops, wenn wir so weitermachen. Ich habe einen Plan. Wie sieht's aus? Was machen Sie? Sie schlagen ein Nachtlager auf. Ein trauriges Ende. Jetzt müssen wir die anderen Fässer verstecken. Stellt euch mal vor, wie viele Banken wir damit in die Luft jagen können. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Für einen Augenblick habe ich Sie vermisst. Bitte keinen Sarkasmus. Gut gemacht, meine Herren, das Feuer ist aus. Ihr habt euch die Belohnung verdient. Aber ich muss euch etwas davon abziehen. Zerstörte Kutsche, Gefängnistor kaputt, der Wachhund muss zum Tierarzt. Das bedeutet, für euch bleibt genau der bescheidene Rest von einem Dollar übrig.